Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf dieses Webinar starten, auch wenn die Teilnehmerzahlen noch steigen. Sie befinden sich hier in der richtigen Veranstaltung. Wir sind auch nicht mehr Weihnachten, aber Andres wird gerne was dazu sagen. Wir sind zu früh. Ich begrüße ganz herzlich Tina Andres, die nicht mehr ganz neue, aber seit 2 Jahren amtsfindige Vorsitzende des BÖW. Und mit ihr wollen wir gerne heute Abend diskutieren. Wie geht es mit dem Ökolandbau weiter? Haben wir vielleicht zu große Ziele oder wo hakt es denn? Was können wir tun, um den Ökolandbau wieder voranzubringen oder das eigentlich dem Ökolandbau zu geben, was ihm meiner Meinung nach und anderen Meinung nach zusteht, an Unterstützung politisch wie auch finanziell? Mein Name ist Martin Häusling, ich bin selber Biobauer, immerhin seit 1988 und Agrarsprecher der Grünen im Europäischen Parlament. Selber zeichne mich auch verantwortlich für die neue Ökoverordnung. Wenn Sie da Probleme mit haben, sagen Sie es ruhig heute. Wir machen das so, dass Frau Andres jetzt erstmal einen Input gibt aus Sicht des Verbandes. Wie geht es weiter? Wie können wir die Ziele erreichen? Sie haben Gelegenheit, sich natürlich auch in der Diskussion zu beteiligen. Das soll hier keine Veranstaltung zu zweit sein, sondern in FNA können Sie heute Abend Ihre Fragen stellen. Sie können natürlich auch chatten, aber diese Fragen werden nicht genannt, sondern nur die Fragen, die Sie bei dem Zeichen FNA einreichen, die werden heute Abend auch zur Diskussion gestellt. Da gibt es ein Ranking und dann können wir eine muntere Diskussion beginnen und auf alle Fragen eingehen. Ja, Frau Andres, muss ich vielleicht nicht allen mal vorstellen. Ich mache es trotzdem kurz. Frau Andres ist seit 2 Jahren Vorsitzende des BÖW. Eine begnadete Sängerin neben ihrem Job, muss ich sagen, auch beim letzten BÖW-Empfang wird man halt mit Mercedes, ne, mit Janis Joplin begrüßt. Das hat es vorher so nicht gegeben. Der Felix Döbelnstein kann nicht so gut singen, aber trotzdem ein neues, völlig neues Gefühl. Frau Andres arbeitet nebenher auch noch als Vorstand vom Verband von Landwege. Ist da im Vorstand, also sie hat nicht nur einen Job, sondern eigentlich 2 Jobs und ist promovierte Diplombiologin. Und ja, jetzt an entscheidender Stelle, wie es weitergeht im Ökolandbau. Und ja, Frau Andres, wie sieht's aus? Wie ist die gegenwärtige Situation? Wie geht's weiter? Wird diese Delle eine Delle bleiben oder müssen wir grundlegend was ändern, auch politisch? Ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus, lieber Martin Häusling. Vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Anmeldungen haben, so viel Interesse an unserem Thema besteht. Das Interesse ist es wert, definitiv. Und es braucht es auch. Und wenn ich gerade sagte, das eine schließt das andere nicht aus, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es sich um eine Delle handelt, in der wir uns zurzeit befinden. Und das ist ja auch durchaus kein homogenes Bild in Europa, sondern die Delle trifft Deutschland relativ hart und einige andere Staaten. Und auf der anderen Seite bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir mehr Signale und stärkere Signale aus der Politik brauchen, um tatsächlich den Transformationspfad in eine ökologische Lebensmittelwirtschaft gut beschreiten zu können und tatsächlich auch ausbauen zu können. Denn das, was bisher da ist und das, was wir bisher erreicht haben, war ja eigentlich mit Ausnahme von einigen sehr engagierten Politikern etwas, was sehr stark aus der Branche heraus erreicht worden ist und aus dem Engagement der Menschen, die sich für den Ökolandbau und die ökologische Lebensmittelwirtschaft engagiert haben. Ich begrüße aus meinem weihnachtlichen Wohnzimmer, also es ist eine regionale Biotanne, die sind unwahrscheinlich haltbar, auf kurzen Wegen hierher gekommen, total resilient, da fällt noch immer kaum eine Nadel runter. Und das bringt mich sozusagen direkt zur Überleitung zu den Vorzügen der ökologischen Lebensmittelwirtschaft. Also wo stehen wir heute? Wo stehen wir nach einem Jahr? Ich bin übrigens erst ein Jahr in diesem Amt und was für ein Jahr war es? Denn das ist ja auch tatsächlich das erste Mal, auch in meiner Geschichte im Ökolandbau, die jetzt 20 Jahre zurückgeht, dass wir eine derartige Delle überhaupt erfahren haben. Es war zwar immer ein mühsamer Weg, aber es war immer ein Weg bergauf. Und die aktuelle Situation hat natürlich uns alle auch vor Herausforderungen gestellt. Also ich betreibe in Lübeck eine Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft. Wir haben 5 Naturkost-Bio-Supermärkte. Wir arbeiten mit 30
33 bäuerlichen Ökomitgliedsbetrieben direkt zusammen, deren Produkte wir vermarkten. Also ich habe tatsächlich sehr genau gesehen, was auf diesem Markt los ist. Und weil wir genossenschaftlich organisiert sind mit 1300 Verbrauchern als Mitglieder, kann ich auch sehr gut auf Zahlen zurückgreifen. Aus dem eigenen Erfahrungsbereich weiß ich tatsächlich, unsere Kunden sind da. Unsere Kunden sind geblieben, unsere Kunden sind treu geblieben, aber wir haben eben in diesem Jahr tatsächlich seit Beginn des Krieges durch eine Inflation, durch eine Teuerungsrate, die sich, glaube ich, auch niemand von uns hat vorstellen können in so kurzer Zeit, eine extreme Verbraucherverunsicherung erfahren. Das heißt aber noch lange nicht, dass Verbraucher sich abgewandt haben vom Thema Bio oder nachhaltige Ernährung bzw. Transformation des Ernährungssektors. Wir erleben, dass in den Fachgeschäften, die am stärksten betroffen sind, weil sie allgemein mit der Assoziation belegt sind, teures Bio zu handeln. Dazu gleich auch nochmal mehr. Tatsächlich die Anzahl der Bons, also das heißt die Anzahl der Kunden, sehr stabil geblieben ist, dass allerdings eben die Höhe der Einkäufe sich verändert hat. Und wir sehen eben auch im Verbraucherhandel, dass Verbraucher stark zu vermeintlich günstigeren Handelsmarken der großen Lebensmittelhändler, Handelsketten oder eben tatsächlich auch zu Discounter-Bio greifen. Dass das ein Trugschluss ist, dass das immer billiger ist, das haben wir auch sehr stark gesehen. Also ich glaube, eine ganze Zeit lang haben meine Läden die billigste Biomilch Lübecks gehandelt. Die lag noch deutlich unter dem Pennypreis nebenan. Also da ist eine ganze, wir haben gesehen, wie stark auch eben tatsächlich die Lebensmittelpreise gerade in Deutschland auch der taktischen Preisfindung und Preisbildung unterworfen sind. Da wurde Biomilch künstlich und vorzeitig im Preis erhöht, um die eigenen Handelsmarken zu pushen. Also da ist nicht alles, da sprechen Preise tatsächlich keine Wahrheiten. Und wir haben ja tatsächlich auch im Biomarkt gesehen seit Beginn des Krieges, dass die Biopreise extrem stabil geblieben sind. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Biolandwirtschaft eben ohne ohne Kunstdünger, ohne Stickstoffdünger auskommt, der unter sehr hohem Einsatz von fossilen Brennstoffen hergestellt wird und sich deswegen durch den Ukraine-Krieg so massiv verteuert hat. Alleine das hat unsere Preise stabiler bleiben lassen. Wir haben gesehen, wir hatten extrem resiliente und lieferfähige Lieferketten. Also wir hatten immer noch Rapsöl, als es nirgendwo welches gab. Wir hatten Futtermittel und wir hatten resiliente Wertschöpfungsketten, deutlich stärker regional orientiert, sodass wir also zu keinem Zeitpunkt leere Regale hatten, es sei denn, Glashütten konnten aufgrund der explodierten Energiepreise nicht ausreichend Glas liefern zum Abfüllen von Ölen oder was auch immer es war. Also es war ein Jahr, wie wir es uns nicht hätten vorstellen können. Und natürlich sind dadurch auch einige Unternehmen sehr stark in Schwierigkeiten geraten und dazu hilft ein Narrativ der Presse, das Bio künstlich in die Krise redet, tatsächlich auch nicht. Tatsache ist, auch in Umfragen zeigt sich immer wieder, der Verbraucherwillen nach einem nachhaltigen Ernährungsstil ist ungebrochen. Der Trend zu Veganismus und zu sehr bewusstem Konsum von Fleisch aus nachhaltiger Haltung, aus Biohaltung und zu weniger Fleisch ist genauso ungebrochen. Also da rechne ich sehr damit, dass die kommenden Monate auch eine Stabilisierung des Einkaufsverhaltens und eine Wiederumlenkung des Einkaufsverhaltens mit sich bringen. Pardon. Was uns natürlich auch extrem beschäftigt hat, gerade zu Beginn des Jahres, wir kamen aus einem Jahr, in dem die Zukunftskommission Landwirtschaft in Deutschland sehr eindeutige und sehr einhellige konsensuale Empfehlungen, pardon, ich bin noch nicht lange aus einer Erkältung wieder raus, sehr eindeutige konsensuale Empfehlungen über den gesamten Querschnitt der Lebensmittelwirtschaft hinweg entwickelt hat, für eine ökologische Transformation der Lebensmittelwirtschaft. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die ausbleibenden Futtermittellieferungen aus der Ukraine, die stecken gebliebenen Weizenlieferungen, vor allem ja auch die für den globalen Süden vor allem ein großes Problem dargestellt haben.
haben ja eine unfassbare Diskussion über den Rollback dieser Transformation oder dieses Konsenses, der ja auch ein gesellschaftlicher Konsens ist, hervorgebracht, in Ausmaß und Vehemenz geführt, dass ich mich 30 Jahre zurück katapultiert gesehen habe. Und diese Debatte hält tatsächlich ja auch in politischen Kreisen weiter an. Wir sehen deutlich, dass auch der Deutsche Bauernverband in seiner Haltung wieder hinter die Forderungen der ZKL zurücktritt. Flächengebundene Tierhaltung, Pestizidreduktion sind noch maximal Randthemen an der Grünen Woche gewesen. Also da ist die Forderung nach weiter so wie bisher eine sehr laute geworden. Und es ist ja mitnichten so, dass wir uns diese Haltung leisten könnten. Und das weiß ja eigentlich auch, ich würde mal sagen, jeder. Die großen Metakrisen, Klimakrise, also Klimawandel und Artenvielfaltrückgang warten eben einfach auch nicht darauf, dass der Ukraine-Krieg zu Ende ist und wir sie schön nacheinander abarbeiten können. Nein, im Gegenteil, das eine bedingt das andere. Und im Grunde genommen ist die Ressourcenverknappung durch den Ukraine-Krieg ja nur eine Antizipation dessen, was sowieso passiert, früher oder später. Es sind Ressourcen, die sich verknappen werden und wir müssen andere Systeme aufbauen. Also insofern auch aus dieser Sicht ein extrem spannendes Jahr, aus dem wir aber nun doch resilienter herausgehen, als vielleicht auch prognostiziert von dem einen oder anderen Schwarzredner. Wir haben voraussichtlich, also wir sind noch dabei, die Zahlen aus dem vergangenen Jahr abzuleiten, aber wir haben definitiv keine große Rückumstellerwelle gehabt, wie es ja auch prognostiziert worden ist in Deutschland. Und auch weitere Biobetriebe sind im vergangenen Jahr hinzugekommen. Jetzt ist es natürlich total wichtig, gerade jetzt ist es sehr wichtig, dass die Politik auch da wieder einen sehr entschiedenen Weg vorgibt. Da reicht es dann auch nicht aus meiner Sicht, angefangene Projekte der Vorgängerregierung wie das Tierhaltungskennzeichnung, die Tierwohlkennzeichnung voranzubringen, sondern und ein 30% Bio-Ziel zu setzen. Das ist ambitioniert, war es auch immer. Das heißt besonders, und das haben wir jetzt in dieser Situation gesehen, wir müssen die Märkte entwickeln, wir müssen Verbraucher in die Lage versetzen, tatsächlich sich auch gesund und nachhaltig zu ernähren. Und das ist eine Frage auch natürlich von Preisen und der Gestaltung von Preisen. Und dann kommen wir zu dem großen Thema der Preisfindung. Wir haben das erste Mal tatsächlich in diesem Jahr es erlebt, dass Biopreise zum Teil ja gleichzogen mit konventionellen Preisen oder sich annäherten tatsächlich und zum Teil auch unter konventionellen Preisen blieben. Wir haben das erste Mal die Situation, dass Biopreise eine ökologische Wahrheit ausdrücken oder dass Preise überhaupt eine ökologischere Wahrheit ausdrücken. Was ich damit meine ist, wir haben auch das ein Ergebnis der ZKL beziehungsweise einer Studie der Boston Consulting Group, das ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Wir haben im Jahr in Deutschland 90 Milliarden ökologische Folgeschäden aus der Landwirtschaft. Demgegenüber stehen 30 Milliarden Ertrag. Das heißt, wir haben eine Lücke von 60 Milliarden Euro, die wir alle jeden Tag, Jahr für Jahr, als Verbraucher, als Steuerzahler mit unseren Steuermitteln schließen. Also der vermeintlich günstige Einkauf von Billiglebensmitteln an der Kasse hinterlässt diese Lücke und wir zahlen sie ohnehin. Andersrum ist das System Bio ja das System, das tatsächlich diese ökologischen Folgekosten, Folgeschäden vermeidet. Auch dazu ist gerade nochmal eine neue Studie entstanden. 4 Milliarden Euro jährlich können wir aktuell auf den bestehenden Ökoflächen einsparen, also Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, die durch Artensterben entstehen. Das ist eine neue Studie von Professor Hülsbergen, die auf der Internationalen Grünen Woche vorgestellt wurde. Und wir haben also tatsächlich keine Inwertsetzung der Gemeinwohl- oder gesellschaftlichen Mehrwertleistungen des Systems Bio. Im Gegenteil, diejenigen, die versuchen, diese Folgekosten zu vermeiden, indem sie höhere Kosten für die Erzeugung für sich akzeptieren, werden sozusagen abgestraft durch höhere Kosten im Regal. Solange wir also gesellschaftliche Schäden
vergesellschaften auch weiterhin und Profite aus der Übernutzung von Ressourcen privatisieren, werden wir niemals einen vermeintlich freien Markt über das Wohl und Wehe der richtigen Kaufentscheidung entscheiden lassen können. Es wird Zeit, dass wir gesellschaftliche Mehrwertleistungen richtig bilanzieren, dass wir unsere Bilanzierung verändern, dass wir anfangen, richtig zu rechnen und Produkten wahre Preise zu geben, die diese Situation tatsächlich auch abbilden. Einer der relevanten Gamechanger. Und in den öffentlichen Diskussionen erlebe ich auch da eine neue Dynamik tatsächlich zu dem Thema. So, ich glaube, ich habe jetzt relativ weit ausgeholt. Nein, alles in Ordnung. Ich dachte, wir wollten ja auch sozusagen erstmal die Situation beschreiben. Da ist natürlich jetzt auch Politik angesprochen worden. Wir diskutieren ja hier in Brüssel auch, wie kann die EU das Ziel 25% erreichen? Und dann kommt immer sofort die Diskussion um, können wir uns das eigentlich noch leisten nach dem Krieg? Ist das nicht ein Luxusprodukt? Gleichzeitig haben wir hier die Diskussion in Brüssel ja auch um die Farm-to-Fork-Strategie. Da steht eindeutig drin, wir müssen Pestizide reduzieren. Das ist ein politischer Wille, den auch das Parlament schon mal bekräftigt hat. Die 50% weniger an Pestizideinsatz können wir auch nur erreichen, wenn wir auch mehr Ökolandbau haben. Das heißt nicht, dass die anderen nichts sparen müssen, aber wir erreichen die Ziele eher, wenn wir noch mehr Ökolandbau haben. Wir haben eine große Diskussion hier um das Thema der Umsetzung der Beschlüsse aus Montreal. Das heißt, wir müssen was gegen die Biodiversitätskrise tun. Und da gab es auch, und das ist mittlerweile ja auch Konsens, immerhin zwischen 180 Ländern, dass der Ausbau des Ökolandbaus ein maßgeblicher Schutz für die Umwelt ist und dass wir auch die Ziele da erreichen, wenn wir mehr Ökolandbau machen. Ich finde, das sind wichtige Impulse, die da gesetzt werden. Ich denke, wir müssen auch ganz klar machen, und das ist ein Punkt, den auch Cem Özdemir auf der Grünen Woche angesprochen hat, es kann auf Dauer nicht so bleiben, dass wir nur 1% der Forschungsmittel in den Ökobereich setzen. Wenn wir 30% haben wollen, dann muss es eine deutliche Verschiebung geben, denn das ist auch klar. Auch der Ökolandbau hat Verbesserungspotenzial. Der kann auch mehr aus sich noch rausholen, als es manchmal der Fall ist. Da haben wir durchaus noch Nachholbedarf, sei es bei der Entwicklung von besserem Saatgut, sei es bei verbesserter Einsatz von Technik. Und da können wir noch ein bisschen was zulegen, gar keine Frage. Aber was wir nicht brauchen, das glaube ich, sage ich auch, aber da wird Tina wahrscheinlich auch noch drauf eingehen, dass wir jetzt hier eine Deregulierung des Gentechnikrechts brauchen in Europa. Diese Debatte können wir jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen, aber können wir gerne noch drüber reden. Was ich wichtig finde, ist halt, dass wir wegkommen, sozusagen nur jetzt sagen, der Verbraucher soll es kaufen und alles wird gut. Es braucht politische Unterstützung, vor allem auch in einem Bereich, wo Bio nur 1% Anteil hat. Das ist die Verpflegung, Außerhausverpflegung, das sind die Kantinen. Da müssen wir ran, da geht auch viel, wenn wir sozusagen auch die politische Unterstützung dafür haben. Es gibt ein neues Programm der Bundesregierung, diese Außerhausverpflegung zu unterstützen. Es fängt von Schulkantinen an und geht bis nachher Krankenhäuser und auch in die Wirtschaft, dass die tatsächlich mal sich den Ruck geben, wir wollen auch Bio einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Markt, den wir eigentlich in den letzten Jahren nicht so haben ausbauen können, wie das nötig gewesen wäre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was mich immer ärgert, ich weiß, Tina kann es ja vielleicht nur sagen, wenn es jetzt immer heißt, ja, Hauptsache regional. Ich finde, regional ist nur gut, wenn es auch Bio ist, weil ganz einfach das Schwein in Niedersachsen, wenn das auch aus der Nähe kommt, ist noch deshalb noch lange nicht artgerecht gehalten oder ohne Soja gefüttert. Das kommt halt nur aus der Nähe. Und deshalb ist mir das Kriterium, wir wollen Hauptsache regional, ist eigentlich kein ausschlaggebendes Kaufargument. Da müssen wir auch immer deutlich differenzieren, dass auch regional sich dann auch entsprechend bessere Haltungsbedingungen, Verzicht auf Pestizide, erst dann wird regional gut. Ne? Ja. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und was wir wirklich auch sehen müssen, ist, dass wir tatsächlich auch wieder dieses Schlechtschreiben von Bio, es war ja Luxusgut und jetzt sehen wir ja, es geht nicht, die Leute wollen das nicht.
du hast es ja sehr deutlich gezeigt, das stimmt ja eigentlich nicht, sondern ist wie überall, das wird nicht mehr teuer eingekauft, sondern man greift eher zu dem günstigen, dass das sozusagen der Effekt ist, aber nicht, dass wir jetzt große Ströme an Kunden verloren haben. Also nochmal ganz konkret die Frage, welche Programme müssten ausgebaut werden? Was kann Europa eigentlich noch tun? Wir haben zwar einen Kommissar, der immer sagt, ja, ich bin auch für Bio, aber dahinter steht dann sozusagen nicht allzu viel an Maßnahmen, die wir hätten schon längst umsetzen können, sondern es ist eher ein Lippenbekenntnis, was ich immer sage. Und gerade jetzt, das ist ein Thema, was wir hier sehr heftig diskutieren, ist ja, das war auch übrigens die erste Frage, wenn man da schon drauf eingeht. Ja, wir können uns ja gar nicht so viel Öko leisten, weil die brauchen ja viel mehr Fläche und dann haben wir nichts mehr zu essen und dann müssen wir mehr importieren. Das ist ja so ein Hauptargument, was immer jetzt rausgeholt wird. Das ist was für gute Zeiten, für schlechte Zeiten müssen wir halt intensivieren. Und ich glaube, das ist genau die falsche Antwort, weil eins hast du auch schon gesagt, darf ich auch nochmal bekräftigen, die Kosten für einen Biobauern pro Hektar sind allein durch die Nichtausbringen von Stickstoffdüngern, von Pestiziden 300 bis 500 Euro geringer. Also tatsächlich können wir auch was dazu leisten, dass die Kosten nicht so hoch sind wie im konventionellen Bereich und das wird sich langfristig auch auswirken. Aber ganz konkret die Frage, was kann Brüssel politisch machen, wo fehlt es an finanziellen Mitteln und was kann die Bundesregierung noch machen? Es gab ja auch während der Demonstration, wir haben es satt, auch Kritik sozusagen, da könnte mehr passieren. Was muss denn da jetzt noch passieren? Ja, vielen Dank, Martin. Das meiste hast du oder vieles hast du ja auch schon genannt, tatsächlich von dem, was passieren müsste. Und ich möchte noch einmal mit einem Satz darauf eingehen, ob wir uns Bio nicht leisten können. Wir können uns nicht Bio langfristig nicht leisten. Also das, die Kostenexplosion hat ja tatsächlich hauptsächlich im konventionellen Erzeugungsbereich stattgefunden und Biokosten sind deutlich stabiler geblieben. Wie gesagt, die Diskrepanz oder die Schwierigkeit liegt eben darin, dass Bio die Folgeschäden inkludiert sozusagen in seiner Erzeugung beziehungsweise sie vermeidet und dadurch teurer produziert. Wenn wir diese falsche Bilanzierung, dieses falsche Rechnen herausbekommen aus dem System, rechnet sich Bio deutlich besser. Es ist nicht nur was für gute Zeiten, sondern Bio ist tatsächlich resilient und etwas für schlechte Zeiten. Und die Zeiten werden sich verschlechtern, wenn wir nicht aktiv und engagiert etwas dagegen tun. 30% aktuell haben wir einen Klima-Impact aus der Lebensmittelwirtschaft global und 70% trägt die Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft zum Artensterben bei. Da läuft etwas massiv falsch. Dass Bio Deutschland nicht ernähren könnte, ist tatsächlich auch in die Welt der Ammenmärchen zu verweisen, denn wir wissen, dass wir tatsächlich auch noch ertragssteigernd arbeiten können. Aber vor allem gehört es ja auch noch mit zum Gesamtbild, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten auch verändern müssen. Solange wir es uns leisten, 30% unserer Lebensmittel wegzuwerfen, auch der in Deutschland erzeugten Lebensmittel wegzuwerfen, solange wir es uns leisten, viel zu viel tierische Produkte zu uns zu nehmen, die ja auch nicht aus Deutschland alleine stammen, denn der Großteil der Futtermittel stammt ja tatsächlich aus Drittländern, aus auch ja, sehr sensiblen Räumen wie ehemaligen Regenwäldern in Brasilien und so weiter. Wir müssen diese Rechnung zu Ende beziffern und konsequent zu Ende rechnen, um zu sehen, welche Form der Land- und Lebensmittelwirtschaft wir uns in Zukunft tatsächlich leisten können, vor allem zukünftige Generationen sich leisten können. Aber jetzt zu den Forderungen an die Politik. Du hast es benannt, die Außerhausverpflegung ist ein wesentlicher Hebel. Ein Großteil der Bevölkerung kommt ja tatsächlich selten mit Bioprodukten in Kontakt. Das heißt tatsächlich auch über die Außerhausverpflegung angefangen vom Kindergarten bis in die Kantinen von öffentlichen Versorgern, die Bundeskantinen in der Politik beispielsweise oder die Bundeswehr. Das sind alles Orte, in denen tatsächlich ja auch Begegnung mit einer anderen Form von Ernährung stattfinden kann. Und Ernährung hat ganz viel mit Prägung zu tun. Damit müssen wir früh anfangen, damit wir auch eine Ernährungsgewohnheit verändern können. Meine Kinder beispielsweise fanden Hafermilch normaler als Kuhmilch in ihrer Kindheit oder die sind auch immer noch klein. Das hat einfach sehr viel damit zu tun, wie wir aufwachsen, was wir uns auch wünschen.
und wie wir uns ernähren. Also da ist eine neue Generation auch tatsächlich schon dabei, sich vollkommen anders zu ernähren. Eine 16-Jährige sagte mir neulich mal, in meiner Generation isst eigentlich kaum noch jemand Fleisch. Das ist ganz wesentlich. Deswegen habe ich auch sehr begrüßt die Entwicklung einer Ernährungsstrategie für Deutschland. Das ist natürlich eher auch ein Generationenprojekt. Das wird lange dauern. So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen es trotzdem tun. Und wir müssen tatsächlich auch die Verbraucher informieren über die Werte und die Inhalte von Bio in Form einer Verbraucherkampagne. Das sind Forderungen an die Politik in Deutschland aktuell. Wir müssen vor allem auch in Brüssel die Neugestaltung der nächsten GAP angehen. Die aktuelle ist tatsächlich ja auch wenig Anreiz zur Beibehaltung von Bio beziehungsweise zum Umsteigen auf Bio, weg von der flächengebundenen Förderung hin tatsächlich zu einer Leistungsförderung, den Ausbau der oder den Umbau tatsächlich der Landwirtschaft können wir auch nur so nachhaltig incentivieren. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal. In der letzten Reform ist das natürlich nicht geglückt. Und ganz wichtig ist, du hast es auch schon angesprochen, die Forderung nach einem sehr sensiblen Umgang mit neuen Technologien und vor allem der Deregulierung. Es ist ganz klar entschieden, auch die neue Gentechnik ist Gentechnik. Es gibt ein ganz klares Verbrauchervotum dazu. Auch das ist durch die Krise und die Ukraine-Krise und den drohenden Klimawandel nicht ins Wanken geraten. Verbraucher wünschen sich gentechnikfreie Nahrung und haben ein Recht darauf, eine freie Verbraucherwahl treffen zu können. Die Deregulierungstendenzen, die aktuell sehr stark sind, gefährden diese freie Verbraucherwahl massiv und sie gefährden aktuell unter diesen Umständen eben tatsächlich auch das gentechnikfreie Arbeiten der Ökolandwirtschaft in Europa. Und ich glaube, dass viele Menschen sich dieser Problematik aktuell noch nicht bewusst sind, da über die neuen Gentechniken geredet und geschrieben wird, als wären, also sehr verharmlosend tatsächlich auch Bericht erstattet wird. Aber tatsächlich handelt es sich weiterhin um Gentechnologie, auch teilweise noch mit der alten, aufgesattelt auf der alten Technologie, also diese ganz fein angesetzte Genschere, die alle selig machende neue Pflanzen hervorbringt, die wird es nicht geben. Tatsächlich gibt es auch im Moment noch wenig Pflanzen, die tatsächlich auf die Frage der Klimaveränderung Platz hat. Also das ist eine ganz wesentliche Forderung und ein wesentlicher Aspekt, den wir stützen müssen aus Europa und auch aus Deutschland. Ja, wir werden die Diskussion zur Gentechnik ja bekommen. Im Juni wird die Kommission etwas vorlegen. Alle Signale sind eher auf eine Deregulierung ausgerichtet. Ich darf hier auch nochmal betonen, das wird auch unseren Widerstand hervorrufen, weil ein Recht aller Verbraucher ist eine Kennzeichnung. Wenn diese Kennzeichnung nicht mehr gewährleistet wird, wenn es keine Risikoprüfung gibt, dann verlieren wir einen Pfeiler der europäischen Gesundheitspolitik. Das ist ein Recht aller Verbraucher und Verbraucherschutzpolitik. Insofern wird das noch heftige Auseinandersetzungen bringen und in der Tat so einfach mal Schnipp mit einer Schere und schon haben wir eine Pflanze, die kein Wasser mehr braucht, ist einfach schlicht und ergreifend Unsinn. Wir sehen es ja auch, wenn ich das sagen darf, andere Länder, die keine Regulierung haben, also da sind die neuen Wunder der Pflanzenzüchtung auch nicht auf den Markt gekommen, weil so einfach ist es nicht. Deshalb, wir sind im Ökolandbau ja ein systemischer Ansatz, etwas zu verändern vom Umgang mit dem Boden bis hin zu anderer Verarbeitung der Produkte. Was mir noch wichtig ist, bevor wir jetzt in die Fragerunde gehen, ist, dass wir sagen, auch um den Ökoabsatz zu halten und zu steigern, ist auf jeden Fall, dass wir das Lebensmittelhandwerk auch fördern müssen. Wir erleben ja gerade im ländlichen Raum ein großes Sterben von Bäckereien, von Fleischereien, die alle ganz wichtig sind. Kleine Verarbeitungsbetriebe verabschieden sich und das muss ein Politikansatz sein, dass wir gerade die Verarbeiter halten, denn die traditionellen Bäcker zum Beispiel können auch mit Getreide umgehen, was keine 13% Eiweiß hat. Die können auch regionale Schlachtungen vornehmen, die Metzger, wenn wir keine langen Transportwege machen. Und deshalb müssen wir politisch alles daran setzen, dass wir den ländlichen Raum auch nicht nur für die Bauern entwickeln, sondern auch dieses Handwerk, dieses traditionelle Handwerk weiter in den Fokus
nehmen. Eine Frage hätte ich noch, weil du eben die Ernährungsstrategie angesprochen hast. Ich erlebe es oft bei jungen Menschen, wie vegan ist doch wichtiger als Bio, oder? Also dass oftmals die Forderung, es muss vegan sein und dann irgendwann Bio, muss man da nicht so sagen, ja, ist auch eine Einstellungsfrage, aber wenn das Soja zum Beispiel gentechnisch verändert wäre, ist vegan auch nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Haben wir da von Seiten der Ökolandbewegung noch ein bisschen was nachzuholen, dass wir auch klar machen, zum Beispiel Viehhaltung gehört auf vielen Betrieben traditionell dazu, um Kreisläufe zu schließen. Müssen wir da nicht auch noch einiges erklären, um so auch der jungen Generation zu sagen, vegan kann nicht alles sein? Absolut. Also ich bin voll deiner Meinung. Ich finde dennoch die Diskussion oder tatsächlich die Tatsache, dass viele junge Menschen sich mit Veganismus auseinandersetzen, finde ich absolut nicht schädlich. Und ich fürchte auch nicht um den Fleischkonsum. Ich glaube, und es gibt ja auch so etwas wie eine Planetary Health Diet, die ja genau auch auf dieses Thema einzahlt, die deutlich sagt, aus der richtigen Haltung, einer flächengebundenen Tierhaltung, ist auch ein Fleischkonsum von bis zu 400 Gramm pro Woche, was ich jetzt nicht so wenig finde, absolut innerhalb von planetaren Grenzen. Und ja, die letzte große Bio-Verbraucherkampagne haben wir unter Renate Künast erlebt, das ist 20 Jahre her. Dazwischen ist eine ganze Generation zwar schon mit einem Bio-Siegel, einem gut eingeführten Bio-Siegel aufgewachsen, aber wir haben relativ wenig Ernährungsbildung tatsächlich und Kommunikation zu Landwirtschaft erlebt. Und die jetzt so aufgeheizte Diskussion und auch die ideologischen Grabenkämpfe, die da entstehen, erlebe ich für alle Seiten als sehr schmerzhaft und auch nicht zielführend. Also ich habe noch mit keinem Landwirt gesprochen, der nicht irgendwie sagt, ja, wir müssen was ändern, aber wie, ist halt auch die große Frage. Und wir müssen anders dazu kommunizieren. Wir müssen mit dieser jungen Generation eben tatsächlich auch über Soja aus Brasilien sprechen und über die Gesamtbilanz eines Lebensmittels. Da klafft eine große Lücke, und deswegen erwähnte ich vorhin die Ernährungsstrategie, also unsere Verbrauchergemeinschaft, Erzeugerverbrauchergemeinschaft hat auch einen Schulbauernhof. Wir schulen tatsächlich seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche sehr intensiv im Thema Ernährungsbildung, und die Lücken sind eklatant. Also Menschen haben Ideen und Vorstellungen davon, woher sie gerne, aus welcher Landwirtschaft sie gerne ihre Produkte beziehen möchten. Die Realitäten allerdings kennen sie selten. Und wir müssen über all diese Realitäten sprechen, und wir müssen auch, das sagtest du vorhin vollkommen richtig, und das möchte ich auch nochmal betonen, wir müssen auch das Zielsystem Bio weiterentwickeln, selbstverständlich. Und 1% Forschungsetat für die ökologische Lebensmittelwirtschaft hat uns bis hierher gebracht, aber wir müssen weiterkommen, das ist auch gar keine Frage. Und wir müssen vor allem auch einen Weg miteinander finden. Wir müssen zueinander finden, und wir müssen Landwirten und auch Verarbeitern, die etwas verändern wollen, die nachhaltiger produzieren wollen, das sind immerhin 70%, wenn wir die Zielmarke Bio 30% erreicht haben, müssen wir immer noch über 70% reden, die sich auf einen transformatorischen Weg gemacht haben, schon zu einem großen Teil, und es machen wollen. Und irgendjemand muss diesen Weg skizzieren und musste zeigen, wie das funktioniert. Und auch das ist eine Forderung an Politik. Das können Menschen nicht alleine, und sonst tut es zurzeit niemand. Also machen wir uns auf den Weg, und machen wir uns auf den Weg gemeinsam. Das ist mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen. Denn der Wunsch nach Veränderung, glaube ich, eint uns viel mehr, als dass die Gräben uns trennen. Ja, vielen Dank. Ich gebe jetzt mal an Lara Schmidt weiter. Und die spannendsten, wichtigsten Fragen, es gab ja ein Ranking, werf doch mal ein paar der Fragen in die Runde. Ja, also die wurde auch schon viel angesprochen, aber eine Frage ist noch, wie das mit den Warenpreisen praktisch aussehen kann. Da könntet ihr vielleicht nochmal drauf eingehen. Und ob es aus dem Ausland Vorbilder gibt, die 30% schon erreicht haben. Und was man sich da abgucken kann. Genau, vielleicht erstmal die zwei Fragen. Mhm.
Soll ich? Also ich würde mit der zweiten Frage einmal starten. 30% Bio, also es gibt einige Länder, die schon sehr dicht an die 30% gekommen sind. Und jetzt auch gerade in dieser Situation ein sehr spannendes Beispiel ist Österreich, die ja bei über 20% liegen und bei denen der Bio-Umsatz in diesem Jahr stabil geblieben ist. Was mit Sicherheit daran liegt, dass sich Österreich schon vor vielen Jahren bei der Öffnung der EU, also für die in der EU aufgemacht hat, die eigene Landwirtschaft resilient zu gestalten. Es ist eine kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft überwiegend, die eben ganz, ganz deutlich auch mit dem Ziel Bio bestärkt worden ist. Bio ist sehr verankert im Einzelhandel und ist dort auch in dieser Zeit tatsächlich vom Einzelhandel selber gestützt und gestärkt worden. Also es gab sehr viele Werbemittel, Werbekampagnen in Österreich, die Bio beworben haben, so wie die eigene Handelsmarke der großen Ketten. Die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein der Bevölkerung auf heimische, regionale Bioprodukte ist eben sehr viel höher. Also da kann man sehen, wie sehr eben auch eine Prägung und tatsächlich auch eine langfristig angelegte Politik resilient wirken kann. Dänemark ist ein weiteres Beispiel für sehr erfolgreiche Biomarktentwicklung. Da haben wir zum Beispiel auch gerade diese AHV, also Außerhausverpflegungsstrategie, extrem erfolgreich umgesetzt. Kopenhagen hat innerhalb von nur 5 Jahren den Bioanteil in den städtischen Kantinen auf 90% angehoben und das kostenneutral für die Konsumenten. Das heißt, dort ist der Ernährungsplan umgestellt worden, da sind die Produktionswege umgestellt worden, da ist das Personal geschult worden und das Ergebnis ist eben eine tatsächlich kostenneutralere, gesündere regionale Bioernährung, ein hoher regionaler Bioernährungsanteil in der Außerhausverpflegung in der Millionenstadt Kopenhagen. Und mit Kostenaufwand von 1 Euro pro Einwohner Kopenhagens pro Jahr. Also das ist ein machbarer Weg mit einer großen Hebel und tatsächlich auch Umstellungswirkung. Das zum einen. Jetzt habe ich die erste Frage nicht mitnotiert. Das war Warenpreise. Die Warenpreise. Richtig, ganz genau. Wie macht man das? Wie kommen wir dahin? Ich habe im vergangenen Jahr mit meinen 30 bäuerlichen Mitgliedsbetrieben eine Mehrwertrechnung aufgestellt. Das ist ein relativ überschaubarer Fragebogen, den der Betrieb für sich ausfüllt, in dem ökologische, soziale und ökonomische Werte abgefragt werden. Das ist in einem vertretbaren Aufwand von einigen Stunden für den Betrieb zu leisten. Und das Ergebnis war, dass also diese ökologischen sozialen Leistungen, denen wird ein monetärer Wert beigemessen, der sich eben an diesen Schaden bzw. Wertleistungen, die da auch erbracht werden, orientiert. Und das Ergebnis war, dass von unseren Betrieben haben es 15 durchgeführt. 16 durchgeführt, die einen gesellschaftlichen Mehrwert von 1,6 Millionen Euro im Jahr erzeugen. Demgegenüber stehen 500.000 Euro Subventionen. Das heißt, das ist also volkswirtschaftlich eine absolut sinnmachende Rechnung. Und es gibt viele verschiedene Wege dieses True Cost Accountings. Also man kann die ökologischen und sozialen Mehrwertleistungen auf unterschiedliche Wege berechnen, auf unterschiedlichen Wegen berechnen und auch zu unterschiedlichen, leicht, also variierenden Ergebnissen kommen. Aber eine Gesellschaftsleistung ist eine Gesellschaftsleistung. Darüber gibt es nicht oft zwei Meinungen. Und man kann so etwas bilanzieren. Es muss eine Einigung dafür geben, darauf geben, auf welches System man setzt. Das ist schwer genug, das ist richtig. Aber es ist möglich, diese Leistungen in Wert zu setzen und in monetäre Werte zu setzen. Dazu gibt es natürlich auch noch das Mittel der Steuerpolitik, die tatsächlich wirklich nachhaltig wirtschaftende Unternehmen incentivieren kann oder eben auch nicht. Und aktuell tut sie das nicht.
Und also andere Maßnahmen. Man kann natürlich auch über die Mehrwertsteuer diskutieren, die für mich allerdings eher ein Mittel, eine Signalwirkung hat, als dann tatsächlich eine langfristig steuernde Wirkung. Ja, wenn ich da anknüpfen darf an die Steuerdiskussion. Ich habe ja mal dann abgesetzt, nachdem Cem Özdemir mir gesagt hat, wir müssen sozusagen gesunde Nahrungsmittel, Obst, Gemüse müssen wir von der Mehrwertsteuer befreien. Dann habe ich gesagt, naja, also ich kenne ja auch Produktion von Gemüse in Spanien unter Plastikfolien mit einem heftigen Einsatz von Chemie. Also auch da müsste man durchaus differenzieren, ob das gesund ist. Oder Sie kennen ja die Umfragen oder die Berichte jetzt aus Südtirol, Apfelerzeugung mit 38 Spritzgängen mit verschiedenen Mitteln. Ob das dann am Ende wirklich so gesund ist, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Ich würde es auch besser finden, man würde sagen, für ökologische Nahrungsmittel. Dann hätte man nämlich diese gesellschaftlichen Leistungen auch irgendwo da abgegolten und die Verbraucher hätten echt einen Anreiz, um diese Preisdifferenz abzufedern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich habe auch noch eine Frage mitgenommen. Gerade beim Thema Kantinen und öffentliche Verpflegung, ob da nicht sozusagen auch die Frage der Kontrolle und der Kennzeichnung ein Hemmschuh wäre, um das da voranzubringen. Ist das so, Tina, oder ist das eigentlich ein Problem, was geregelt werden kann? Weil das ist ja nicht in der Öko-Verordnung alles im Detail geregelt, sondern es geht tatsächlich darum, es bis auf den Teller zu kennzeichnen, ist nicht immer ganz einfach, aber machbar. Ja, es ist nicht ganz einfach, aber machbar. Das ist richtig. Also daran wird auch aktuell gearbeitet. Und das muss natürlich für die Kantinenbetreiber schlank und machbar gehalten werden, ohne zu großen bürokratischen Aufwand und Mehrkosten. Aber das ist machbar. Ja. Und auch dazu gibt es schon Beispiele in anderen Ländern. Also insgesamt ist der bürokratische Aufwand tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal, ich meine, das ist eine vielgestellte Forderung an die Politik, aber ich sehe es auch im eigenen Betrieb immer wieder, den bürokratischen Aufwand tatsächlich abzubauen, schlank zu halten, ist auch eine weitere Forderung, neben der Förderung von regionalen Wertschöpfungsketten, die tatsächlich auch gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die ja auch sich in der ökologischen Lebensmittelwirtschaft sehr stark verankert sehen, Hürden abzubauen und zu mehr Wirtschaftlichkeit führen können. Aktuell ist die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen tatsächlich, ich möchte nicht sagen, also deutlich, deutlich unterrepräsentiert in der politischen Diskussion zumindest. Und ich glaube, da können Bundesländer auch einiges zu beitragen, wenn sie die Mittel der zweiten Säule dann auch ausschöpfen und so solche Programme auch mit fördern. Das wird ja in einigen Bundesländern auch gemacht. Ich habe mir schon mal auch die Fragen angeguckt. Eine Frage taucht dann natürlich wieder auf. Ist eigentlich Ökolandbau nicht verbesserungswürdig in vielen Punkten? Biodiversität, Permakulturen, muss das nicht auch einen stärkeren Niederschlag finden? Ich weiß nur vom Bioland, wir haben jetzt auch Kriterien für Biodiversität eingebaut. Das heißt, auch die Biobetriebe müssen noch mehr tun, als nur ökologisch zu wirtschaften. Gibt es da Nachholbedarf? Übrigens, es gibt Entwicklungsbedarf. Ja, definitiv gibt es da Entwicklungsbedarf. Und da sind die Verbände ja auch unterschiedlich stark unterwegs tatsächlich. Und ich denke, das sollte auch nicht nur eine Verbandsfrage sein, sondern tatsächlich auch eine Frage in der EU-Bio-Verordnung, wie wir uns da weiterentwickeln. Grundsätzlich allerdings muss man ja sagen, dass einer der relevanten Unterschiede ist, wir haben einen Systemansatz im System Bio, der eben tatsächlich nicht differenziert zwischen sogenannten Schutz- und Schmutzgebieten, also auf dem Acker versprühe ich Pestizide und auf dem Blühstreifen am Rand ist dann die Welt wieder in Ordnung, sondern tatsächlich betreibt das System Bio ja Artenschutz auf der gesamten Fläche. Und das ist einer der relevanten Unterschiede, die auch tatsächlich vielen Verbrauchern gar nicht so bewusst sind. Wir können sehr viel machen natürlich mit zusätzlichen Leistungen, aber einen systemischen Ansatz, eine systemische Betrachtung auf die Produktion unserer Lebensmittel gleicht das nicht aus. Und das ist der relevante Unterschied. Ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir mit Bio einen gesetzlichen
Standard geschaffen haben. Kein anderes Lebensmittelwirtschaftssystem, kein anderes Erzeugungs- oder Verarbeitungssystem hat eine solche Transparenz und Sicherheit. Das ist ja auch immer noch eine uralte Verbraucherfrage, die immer wieder auftaucht, ist denn wirklich Bio da drin, wenn da Bio draufsteht? Und ja, das ist es. Die einzigen Lebensmittel, die wir haben in Europa, die wirklich sicher kontrolliert werden, sind Bioprodukte. Auch das ist immer noch ein großes Fragezeichen auf der Stirn vieler Menschen, mit dem auch ich es in unserem täglichen Schaffen in unseren Läden immer wieder zu tun habe. Und zeigt auch, wie weit oder wie groß der Nachholbedarf in der Kommunikation ist dazu. Aber ja, wenn wir das 30%-Ziel nicht nur schaffen, sondern auch toppen wollen, und das müssen wir. Ich meine, die Wissenschaft ist, also es gibt eigentlich keine zwei Meinungen dazu, dass wir eine ökologische Transformation brauchen. Und die Blaupause dafür ist Bio, ein Wertschöpfungsketten überspannendes Regelwerk und System, das erprobt und attestet ist. Wir müssen es in die flächendeckende Umsetzung bringen, und dazu gehört auch nochmal eine ganze Menge Forschung und Entwicklung, selbstverständlich, aber dem verschließt sich ja auch niemand. Ja, ich muss ja auch nochmal, weil Foodwatch heute behauptet hat, es gebe keinen Unterschied bei der Tiergesundheit zwischen Biobetrieben, Biotierhaltung und konventioneller Haltung. Also das kann ich nur sagen als Biobetrieb. Ich weiß nicht, wer diese Studie geschrieben hat oder wer das behauptet. Das ist kompletter Unsinn, wenn man sich anschaut, welchen Platz ein Bioschwein hat mit Ausgang sozusagen und Haltung in intensiven Mastbetrieben. Da kann ich nur sagen, wer so einen Unsinn in die Welt setzt, der sollte sich mal überlegen, was er da so sagt. Aber das ist ein Nebenaspekt. Aber ich würde dann auch gerne dazu ergänzen, tatsächlich, diese Studie war ja sehr interessant, wenn man Tiergesundheit am Schlachtkörper misst, sollte man vielleicht auch noch mal eine Unterhaltung mit einem lebenden Schwein führen vorher. Also wenn es da nur um die Organschädigungen geht, die durch vielfältige Faktoren entstehen können, Parasiten, die beispielsweise in Auslaufstellen tatsächlich ein Thema darstellen, die aber das Tierwohl überhaupt nicht beeinträchtigen, und zwar das Tierwohl des lebenden Tieres. Darüber sprechen wir ja nicht über Schlachtbefunde, oder wir sollten darüber sprechen. Das ist einer der großen Haken in dieser Foodwatch-Studie. Ja. Wenn wir nur das tote Tier betrachten, ist es zu einseitig. Wir müssen am lebenden Tier bleiben. Und da darf ich auch noch sagen, die Bio-Kuh kommt auch am Lebensende zum Metzger und nicht irgendwie nach 2 Jahren, das muss man auch mal sagen. Ja, aber gut, die Diskussion können wir gerne nochmal mit Foodwatch zusammenführen. Lara, gibt es noch weitere Fragen, so richtig interessante, vielleicht richtig auch provokativ, nach dem Motto, ihr Ökos, ihr kriegt das eh alles nicht gebacken und was soll der Unsinn? Also genau, es gibt eine kritische Frage, ob 30% denn noch realistisch sind, in 8 Jahren noch zu schaffen. Dann 2 Fragen zum Bauernverband, die eine auch ein bisschen kritisch, ob es denn funktionieren kann, aus diesem Grabendenken rauszukommen, Bauernverband auf der einen Seite, Ökos auf der anderen. Genau, und die Frage, die aber eben schon mal kurz angerissen wurde, nach der Flächenkonkurrenz jetzt noch mit dem verstärkten Druck der Erneuerbaren. Also ob es möglich ist, aus den Grabenkämpfen herauszukommen, ist eine wichtige Frage, finde ich. Ich glaube, wir waren da schon mal ein Stückchen weiter. Also die Zukunftskommission Landwirtschaft hat da eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Und ich denke, eine junge Generation von Landwirten denkt da durchaus auch schon sehr flexibel. Also die Gespräche, die ich mit Landwirten führe, sind nicht annähernd so verbaut, sage ich mal, wie die Sicht von Funktionären auf die Dinge. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass wir auch in einen anderen Diskurs miteinander kommen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, diese Perspektive miteinander zu wahren und auch mit einer offenen Haltung in die Gespräche zu gehen. Ich spreche jetzt noch nicht so furchtbar lange in meiner Funktion mit dem Deutschen Bauernverband, aber ich habe auch schon durchaus sehr, sehr offene und spannende Gespräche geführt und werde da mit Sicherheit nicht nachlassen, zu versuchen, aus den Gräben herauszukommen. Ja. Was waren die beiden? Oh Gott,
ich tauche immer so schnell in Fragen ein, dass ich dann vergesse, was ich vorher habe sagen wollen. Flächenkonkurrenz mit Erneuerbaren und 30% realistisch. Also bei der Flächenkonkurrenz mit den erneuerbaren Energien denke ich, wir haben noch so viel versiegelte Fläche, die wir gut für erneuerbare Energien nutzen könnten. Also zumindest, wenn ich an Photovoltaik denke, was haben wir an Gebäudedächern, an Gebäudeflächen, an Parkplätzen? Ich kenne das aus Südfrankreich, in dem dort wohnt ein Teil meiner Familie, da ist jeder Supermarktparkplatz überdacht mit Photovoltaikanlagen inzwischen. Müsste mir mal jemand vorrechnen, die Notwendigkeit, dass wir tatsächlich auf Agrarflächen ausweichen müssen, um das Ziel des Ausbaus der erneuerbaren Energien zu treffen. Das ist das eine. Und das 30%-Ziel, ob es zu erreichen ist, es war auf jeden Fall immer ein ambitioniertes Ziel und wir haben leider ein Jahr weitestgehend verschenkt. Es ist eine Marktentwicklung vonnöten. Das ist das Wichtigste. Wir müssen eine Sogwirkung auf dem Markt entfalten. Und wir können, und das haben wir vorhin vorgerechnet oder haben wir schon besprochen, wir können in einem total subventionierten Markt mit künstlich erzeugten billigen Preisen auf der falschen Seite, können wir es dem Markt nicht alleine überlassen, sondern das muss politisch flankiert werden. Dazu gehört der Ausbau der Wertschöpfungskette, dazu gehört richtig rechnen lernen, richtig zu bilanzieren. Dazu gehört eben aber auch alles, was wir angesprochen haben, die Außerhausverpflegung, Verbraucherbildung, eine Aufklärungskampagne. All diese Maßnahmen müssen jetzt zügig und ambitioniert und stringent umgesetzt werden, damit wir tatsächlich in die Nähe des 30%-Zieles kommen. Ich glaube, es ist auch nicht relevant, ob wir 30% bis 2030 haben, aber wir brauchen sie mit spätestens 2032, also aus meiner Sicht ambitioniert. Und machbar und möglich ist es, wir haben auch schon früher Marktentwicklung von 12% plus erlebt. Das kann man treffen. Aber es braucht tatsächlich sehr deutlichen Einsatz, sehr deutlichen politischen Willen dazu. Ich denke auch, der politische Willen ist entscheidend letztendlich, weil ich habe vorhin ja am Anfang auch gesagt, dass das, was wir in Brüssel mit der Farm-to-Fork-Strategie wollen, am Ende auch nur umgesetzt werden kann, wenn wir den Anteil von Öko erhöhen, wenn wir auch sozusagen Zwischenschritte gehen. Das heißt, wir müssen am politischen Ziel arbeiten. Ob das jetzt, was richtig, ob wir das jetzt ein oder zwei Jahre später hinbekommen, es geht auch nicht nur um Fläche, weil mit nur der Flächenanteil ist noch lange nicht der Markt bedient. Das muss man auch mal deutlich sagen. Wir brauchen den Marktanteil und ich glaube, da haben wir noch riesige Potenziale. Und ich denke, das gilt es auch zu fördern und da auch rein zu investieren. Ich denke, das ist eines der Kernpunkte. Zu den Gräben kann ich nur sagen, tut mir leid, die Gräben gibt es nicht nur von der einen Seite, ne? Muss ich auch mal sagen. Ich habe gestern bei der Ausschusssitzung das hämische Grinsen von einigen Konservativen gesehen. Ha, 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 dem Ökolandbau geht es auch nicht so gut. Wir haben es ja gleich gesagt. Also es ist nicht nur Freundschaft, aber auch nicht nur also von einer Seite zur anderen. Ich finde, der Bauernverband muss ja auch mal sehen, dass auch viele seiner Mitglieder auch Ökobetriebe sind und dass man sich da immer wieder dran erinnern muss. Natürlich müssen wir diesen Spalt überwinden, weil ich finde auch bei der jungen Landwirtegeneration ist das auch nicht so, so ein Spalt mehr, sondern da sagen halt viele, okay, wenn sich das rechnet, wenn sich das für mich langfristig in der Betriebsstrategie auch auszahlt, dann stelle ich natürlich auf Öko um. Ob das die Grünen jetzt gut oder schlecht finden, ist eine andere Frage. Aber da gibt es eine wesentlich größere Offenheit, auch sich sozusagen zu entwickeln in eine Richtung, die sagt, ich passe mich auch dem Markt an. Wenn der Markt das hergibt, dann mache ich das auch. Es braucht sozusagen nicht erst eine Schulbildung in Sachen grüne Ideologie, sondern die machen das einfach, weil es für ihren Betrieb eine Perspektive darstellt. Und das ist gerade in vielen Grünlandregionen in der Tierhaltung ja so gewesen, dass halt die Biomilch in den letzten Jahren tatsächlich ja weit vor der konventionellen Milch lag. Dass das im Moment andersrum ist, ist, glaube ich, nur eine Momentaufnahme. Das werden viele konventionelle Betriebe leider jetzt erleben, dass die Preise für die konventionelle Milch stärker nach unten gehen, als sich das vorstellen können. Also insofern haben wir da auch ein Potenzial, was durchaus auch noch wachsen kann. Und ich denke, das muss man auch so sehen.
Also keine Konflikte schüren künstlich, sondern sagen, wir gehen alle miteinander den richtigen Weg. Vielleicht gibt es da Nuancen, aber das Ziel, eine Ökologisierung der Landwirtschaft hinzubekommen, Tina, das hast du auch gesagt, das ist sozusagen Konsens in allen Diskussionen um Biodiversität, um Klimaanpassung, um Klimaschutz des Klimas, sind wir da auf dem, eigentlich auf dem richtigen Weg. Das muss man, glaube ich, immer wieder auch den Verbrauchern sagen. Ja, und ich denke auch, also wenn man jetzt gerade mit Landwirten spricht und auch mit jüngeren Landwirten spricht, da sind schon ganz viele Ansätze zu einem Weg zueinander, also Fruchtfolgen und Pestizidreduzierung. Also wie gesagt, ich hab eigentlich noch keinen Landwirt persönlich getroffen, der gesagt hat, ich will mich nicht bewegen. Aber das Wie ist die Frage. Und ich sagte es vorhin schon mal, ich glaube, es wird wahnsinnig wichtig, den Weg aufzuzeigen, wie das funktionieren kann. Denn eine hundertprozentige Umstellung von heute auf morgen ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns oder jeder Frau Weg dorthin. Und es gibt Wege dazwischen und es gibt Stadien dazwischen. Aber wir brauchen am Ziel, glaube ich, gibt es wenig Zweifel. Aber es ist total wichtig, gerade auch jetzt für eine total verunsicherte Gesellschaft. Also die Krisen der letzten Jahre haben ja tatsächlich auch all unser gesamtes Selbstverständnis nochmal in Frage gestellt. Und auch die Tatsache, dass tatsächlich Lebensmittellieferketten nicht sicher sind. Wir haben es ja erlebt in den Zeiten von Corona, wie die Menschen die Läden gestürmt haben und sich mit Reis und Mehl und ich weiß nicht was eingedeckt haben. Das spricht sehr existenzielle Ängste von Menschen an. Ich glaube, unser aller Aufgabe ist es auch, zu zeigen, dass es Alternativen gibt, die funktionieren, die resilient funktionieren und mit Hilfe derer wir uns eine andere Welt nicht nur vorstellen, sondern auch bauen können. Eine nachhaltigere Welt. Anders mit Sicherheit auch im Sinne der Art und Weise, wie wir konsumieren und wie wir in dieser Welt leben, aber deswegen überhaupt nicht schlechter. Und ich empfehle gerade jedem auch die Lektüre von Maya Göpels neuem Buch, Wir können auch anders, denn wir können auch anders. Und das können wir auch gut. Und ja. Essen. Essen spielt dabei eine wesentliche Rolle. Nicht nur, weil Essen die Welt verändert, sondern weil Essen auch etwas ist, was Menschen zueinander bringt. Einer der wichtigsten gesellschaftlichen und sozialen Vorgänge überhaupt, das gemeinsame Essen. Und das, was wir essen, ist politisch relevant und verändert das Angesicht dieser Erde. Das ist sehr gut, fast ein Schlusswort. Ich darf auch sagen, ich glaube, wir müssen nicht nur eine andere Agrarkultur entwickeln, wir müssen auch eine andere Esskultur wieder entwickeln. Ich bin ja viel in Frankreich und in Belgien. Also da konsumiert man auch ganz anders und redet auch ganz anders. Da guckt man nicht zuerst auf den Preis und dann überlegt man sich, was man isst. Also es hat doch viel damit zu tun, dass wir so in den letzten Jahren daran eigentlich nicht gearbeitet haben. Und das ist auch quasi ein Bildungsauftrag. Und deshalb die Ernährungsstrategie ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich frage nochmal, da gibt es noch eine Frage, die jetzt dringend noch beantwortet werden muss. Also ihr habt viel angerissen, auch von den Fragen, die jetzt noch gar nicht besprochen wurden. Eine Frage ist vielleicht noch, ob denn sich der konventionelle Landbau nebenher auch ökologisieren muss, also ob man das irgendwie parallel führen kann für ein besseres Ergebnis auf der Fläche. Genau. Ja, wir sind ja gerade an der Verordnung zum nachhaltigen Einsatz von Pestiziden. Und ich glaube, ein großer Schritt dahin ist, wenn konventionelle Landwirte mal erfahren, dass man mit Hacktechniken, mit einer guten Fruchtfolge, mit ganz klassischen Sachen, die wir als junge Landwirte alle mal gelernt haben, auch einiges erreichen können und nicht immer als erstes in Zeitungen guckt wird, was muss man denn heute spritzen. Und diese Erfahrung sozusagen, dass es auch was anderes gibt, wenn ich mal so betrachte in den letzten Jahren, wie stark hat zum Beispiel der Anbau von Ackerbohnen und Erbsen zugenommen, weil man einfach erkannt hat, das ist gut für den Boden, dass man jetzt auch wieder im konventionellen Bereich drüber nachdenkt. Ja, Klee ist auch eine tolle Alternative im Futterbau, nicht nur Mais und Luzerne, die Königin der Futterpflanzen kommt wieder mehr sozusagen
auf die Äcker. Und das finde ich einen wichtigen Schritt. Und ich denke, das ist für viele vielleicht der erste Schritt zu sagen, okay, wenn das so gut klappt, gehen wir den nächsten Schritt auch. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur sagen, wenn wir 30% haben, dann ist aber gut, ne? Das wollen wir ja alle nicht, sondern das kann der Schritt sein, sozusagen auch zu einer Anpassung, zu der Ökologisierung des konventionellen Landbaus, wenn ich das noch sagen darf. Aber das Schlusswort gehört natürlich China. Und angesichts der Tatsache, dass du nicht so lange schon, dass du deine Stimme noch schonen musst, nicht, dass du jetzt bei der Biofach, die ja in 2 Wochen stattfindet, nicht da bist. Das wäre ganz fatal. Deshalb Schlusswort und dann machen wir auch pünktlich, einigermaßen pünktlich auch Schluss. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch mal, lieber Martin, für die Einladung, für die Diskussion. Und ich finde, wir haben viele, viele sehr spannende Themen angerissen. Tatsächlich könnte man darüber stundenlang reden und müsste man es auch. Aber dass auch Sie alle hier waren, die uns zugehört haben, freut mich außerordentlich. Ein Schlusswort. Ja, eigentlich habe ich es vorhin schon gesagt, tatsächlich. Ich denke, die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat eine große Auswirkung über diesen Ernährungssektor hinaus, hat eine enorme Auswirkung darauf, wie sich zukünftige Generationen auf diesem Planeten bewegen werden, wie viel Freiheit sie haben, ihr Leben zu gestalten. Und es hat das, was wir hier essen und tun, hat ja auch massive Auswirkungen auf den globalen Süden. Ein Thema, das wir jetzt überhaupt nur gestreift haben. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass wir in diesen Systemzusammenhängen auch miteinander reden und auch über die europäischen Grenzen hinaus miteinander reden. Und wenn wir darüber nachdenken, dass, ich glaube, annähernd 80% der Welternährung oder der Weltbevölkerung von kleinbäuerlicher Subsistenzlandwirtschaft abhängt, die ja in der Art und Weise, wie dort Lebensmittel produziert werden, einem ökologischen System oder dem System Bio sehr viel näher stehen als einem agrarindustriellen System, das für sie auch nur mehr Abhängigkeiten schafft und nicht mehr Souveränität und Resilienz. Dann wird uns auch nochmal bewusst, was für eine Bedeutung es hat, was für eine Kaufentscheidung ich hier treffe in Europa, was für eine Bedeutung es hat, was ich jeden Tag esse und wie sehr Essen die Welt verändert. Und ich finde, das ist positiv, denn damit haben wir alle 3-mal am Tag mindestens einen wirksamen Hebel in der Hand dafür, wie zukünftige Generationen auf diesem Planeten leben werden. Vielen Dank. Also ein positiver Blick nach vorne, nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden die Ziele schon erreichen. Wir müssen uns jetzt ganz klar darauf konzentrieren, die nächsten Schritte einzuleiten. Wir sehen uns dann alle auf der Biofach. Ja. Und wer nächste Woche noch Interesse hat an unseren Themen, wir veranstalten nächste Woche eine Veranstaltung zum Thema Saatgut. Ein ganz wichtiger Punkt. Mit Saatgut fängt alles an. Diese Veranstaltung machen wir in Brüssel. Kann man sich zuschalten. Und eine zweite Veranstaltung, die wir nächste Woche machen, ist zu Carbon Farming. Hochgehypt im Moment, aber leider in der Gefahr des Greenwashings. Und wer daran Interesse hat, kann sich gerne dazu dann einschalten am Dienstag und am Mittwoch. Ich darf mich verabschieden. Ich darf nochmal ganz herzlich Tina danken, dass du den Weihnachtsbaum so lange hast stehen gelassen für die wunderbare Kulisse. Und ich bedanke mich auch natürlich bei meinem Büro, die das mitorganisiert hat und allen, die zugehört haben so lange. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.